Hallo und herzlich willkommen zu diesem Versuch macht klug. Dieses Mal spielen wir das Spiel Knight's Try. Ich zeige euch mal die Nintendo Switch eShop Seite. Genau, also wie ihr seht, ist ein Nintendo eShop Spiel, ein Indie-Spiel und ein schwerer 64-Bit styled Plattformer. Wer mich ein bisschen verfolgt, was ich so streame, der weiß ganz genau, warum ich auf dieses Spiel gestoßen bin. Also allein schon der Main Character hier, wie man sieht, sieht fast aus wie der Zwiebelritter aus den Dark Souls Spielen, also Siegmeier oder Siegwart von Katarina. Und das hat natürlich dann gleich getriggert und da muss man halt gleich mal reinschauen, was es ist. Also ein bisschen zuerst mal die Bilder anschauen und wie bereits gesagt, es ist ein Plattformer. Man spielt diesen, ich sag mal, Zwiebelritter und man hat dann Tries und es geht darum, glaubst du, in einer gewissen Zeit oder in gewissen Tries, um wieder hinzukommen. Wir wissen es nicht, wir werden es gleich rausfinden. Auf jeden Fall sehr viel ausweichen, soll schwer sein. Hier sieht man sogar ein paar Figuren, zum Beispiel hier links oben einmal, dass einen jemand Praise the Sun macht und hier auch quasi der Checkpoint. Also, das ist ja eindeutig Dark Souls angelegt, was schon irgendwie cool ist. Ja, wir werden es, wie gesagt, probieren und schauen, wie es so ist. Ich habe dafür etwa eine Stunde anberaumt, einfach mal um reinzuschnüffeln. Genau, gehen wir also mal direkt ins Menü zurück. Genau. Dann haben wir hier noch die anderen Spiele, die ich demnächst zeigen werde. Einmal Island Farmer. Das ist so ein Puzzlespiel anscheinend. Irgendwie so Rätsel, Puzzle, irgendwas. Das wird wahrscheinlich auch nicht ganz so lange gehen, um das zu schauen, wie es einem gefällt. Und dann natürlich Ocean's Heart, habe ich letztens erwähnt. Sieht sehr nach Zelda aus, können wir schnell reinschauen, damit ihr mal auch einen Eindruck habt, auf was da auf euch zukommt, wenn ich das dann spiele. Genau, also hier Ocean's Heart. Man spielt hier eine Frau in dem Fall. Und wenn man hier so sieht, vom Grafikstil, das sieht ein bisschen aus, so wie Zelda Minish Cap ein bisschen. Hat auf jeden Fall sehr, sehr Zelda-einschlägig, so vom Aussehen. Also Herzen als Lebensbalken, grüne Leiste als wahrscheinlich Magiebalken, wenn es so ist. Dann hat man rechts oben Tastenbelegung für A, B, irgendwie dann diese Items. Es gibt einen Morgenstern, wie bei Trial Princess, es gibt anscheinend einen Pfeil und Bogen, es gibt einen Bumerang, Bomben. Ich glaube sogar in dem Video, was hier angezeigt wird, dieser Trailer, da sieht man, glaube ich, sogar, wie sie einen Enterhaken benutzt. Also wenn das nicht Zelda ist, dann weiß ich auch nicht. Also darauf freue ich mich auf jeden Fall, wie das wohl gemacht ist. Auch die Robe, die sie trägt, erinnert ein bisschen an das Reckengewand aus Breath of the Wild. Also immer sehr gespannt, was da rauskommt. Genau, aber jetzt gehe ich mal wieder raus. Genau. Und start mal das Spiel Knight's Try. Sehr gespannt, was da rauskommt. Und ob ich meine Kamera noch ein bisschen ändern muss. Willkommen, tapfer Ritter im Land von Try. Controller recommended, okay. Benutze den linken Stick zum Bewegen, rechter Stick, um die Kamera zu bewegen, Plus-Button, um Pause und Option anzuzeigen. Und während du das Schloss erkundest, suche nach Schildern wie diesen, um mehr zu erfahren oder zu lernen. Okay. Okay. Okay, mit A kann man sich hinsetzen. Also das ist doch ein schöner Zwiebelritter hier. Hat doch ein bisschen was wirklich von so einem alten N64-Spiel, muss man echt sagen. So, das war die Grafik auch so. Okay, mit B springt man. Mit Y kann man aufhören zu rennen. Und X ist noch unbelegt anscheinend. Ah, mit L und R kann man die Kamera auch drehen.
Na gut, schauen wir mal. Ah, ein Schild. Also hier gibt es Teleporter. Links ist Schloss Try. Und rechts ist die mysteriöse Höhle. Okay, und versuche in einen Teleporter reinzugehen, um schnell auf das Gelände von Castle Try zu kommen. Okay, aber wir können auch ein bisschen laufen. Wir wollen ja ein bisschen hier schauen, wie das so gemacht ist und so, ne? Also noch eine Rolle wäre jetzt geil gewesen, also. Wie geil. Oh, wie cool. Total blöd. Ah, oh, was sagt das Schild hier? Press B-Button to jump. Man hat begrenzte Kontrolle darüber, während man springt. Okay. Wer das gedacht? Okay. Okay, mit A tut man eine Pause machen, sich hinsetzen. Oder man macht's wie wir und drückt dann einfach mit dem A im Laufen und slidet irgendwie rum. Also das ist nicht ganz gut durchdacht auf jeden Fall, aber ist egal, macht ja nichts. So, wo geht's dahin? Das könnte die mysteriöse Höhle sein. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Tritt nicht die Höhle, du wirst sterben. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Aber da gehen wir erst recht rein, oder? Ja, wurde uns vorausgesagt. Sehr gut. Man muss da trotzdem probieren, um zu schauen, was da abgeht. So. Ah, okay. Also, als ein Ritter von Try findet man sich manchmal selbst, wirst du dich mal eines Tages in einer aussichtslosen Situation befinden. Aber der Himmel unterstützt dich in dieser Lage. Wenn du den X-Knopf gedrückt hältst, resettest du zum letzten Checkpoint. Es ist eine gefährliche Welt. Und nimmt diese Kraft nicht leichtsinnig hin oder so. Das ist halt nicht so, dass man sie nicht unterschätzen soll, im Grunde. So, schauen wir mal. Ich glaube, da kann man nicht rauf, oder? Seidner kann sich festhalten. Okay. Also ich hoffe natürlich, dass man dann sowas bekommt, wie zum Beispiel, dass man höher springen kann oder doppelt springen kann. Vielleicht. Weil ich meine, das sieht ja schon so aus, wenn man da lang gehen könnte. So. Gehen wir mal weiter zum Schloss. Hat was von Zitadelle der Zeit aus Zelda. Also ich meine, diese schönen Schachmusterkacheln, dieser rote Teppich, hier so ein Podest, hinten dran so ein Durchgang. Also wenn das nicht Zelda ist, dann weiß ich auch nicht. Oh. This plinth commemorates the Exile Efforts of a True Arch Knight of Tyr. Okay. Ich weiß nicht, was Plinch heißt. Also ich meine, das sind so manchmal ganz spezielle englische Wörter, dass ich das nicht alles übersetzen kann. Aber es hat auch was mit zu tun mit diesem Ort, dass der da reserviert ist für diese Art von Ritter. So. Ach, man kann jetzt quasi die Schwierigkeit bestimmen. Je nachdem, wo man dann dahin geht. Okay. Also wenn man
Ritter sein will? Oder kann man die Checkpoints unendlich oft benutzen? Aber wenn man aufhört, muss man vom Anfang starten. So. Als Arch Knight, also Arch Knight, sowas wie ein Erzritter oder so. Die Checkpoints haben drei Benutzungen, bevor sie erschöpft sind und deine Quest von neuem beginnt. Die Frage ist, ob es generell nur drei Checkpoints ist, die man benutzen kann, oder ob jeder Checkpoint drei Aufladungen hat. Und knappe, empfohlen für angehende Ritter. Das Erreichen eines Checkpoints wird den Teleporter freischalten und den Progress speichern. Betritt den Teleporter am Eingang der Quest, um da weiterzumachen, wo man aufgehört hat. Oder dahin zu gehen, wo man schon mal geklärt hat. Ah, da steht jetzt Knight. Arch Knight, Squire. Ja, wir machen Knight, ne? Das ist ja, ich glaube, ganz okay. Ich glaube, es ist nicht ganz so einfach. Aber ich meine, das ist erstmal nur ein Versuch, um zu schauen, wie es ist. Und wenn wir halt dabei sterben oder anfangen müssen, dann ist es halt so. Ich meine, wie gesagt, ich habe ja eh nur eine Stunde jetzt drauf angesetzt. Ja, von daher sehe ich es nicht ganz so eng. Ah, guck mal, da ist ein Teleporter. Ach so, das ist der Teleporter, der quasi draußen war. Ich finde es so witzig. Oh Mann. Natürlich bin ich ja nicht neugierig, ne? Man sieht's ja. Warum sollte ich auch nicht? Oh, Solea. Praise the Sun. Okay, danke fürs Spielen. Bla bla bla. Ist das hier? Okay, was ist hier? Ah, Music. Okay. Na gut. Einmal umsonst. Okay. Ich habe jetzt mal halt dieses Resetten gedrückt. Ah, jetzt landen wir direkt hier. Okay. Aber wir können schnell den Teleporter nehmen. Sind wir direkt bei der Kammer. Aber hier ist diese mysteriöse Höhle, glaube ich. Checken wir erstmal hier, was da abgeht. So. Eine dunkle Höhle, eine mysteriöse Plattform. Ja, leuchtende Barrieren. Vielleicht kann ein wahrer Ritter von Try dieses Mysterium lösen? Okay. Ich wette, es gibt dann auf dem Weg vielleicht und so überall dann solche Hints, wie man das hier löst, dass man so und so oft auf den Schalter drauf springen muss oder so. Werden wir dann sehen. Aber hier machen wir das mal jetzt mal richtig los. So. Genug rumgedödelt. Ich glaube, ich muss dann diese Brühe reinspringen.
Woher geht das? Ich weiß nicht, welche sind solche Strahlen. Ah doch. Blub, blub, blub. Wie in Mario. Try 1. Okay, das ist echt. Das ist wirklich ein reiner Plattformer, okay. Da wurde ja auch so angekündigt, so ist es nicht. Ah, okay. Okay, es wechselt mal ab. Was? Das ist ja echt fies. Ey, das war ja schon weg, bitteschön, ne? Das ist ja gemein. Was? Ich stand doch voll daneben. Jetzt ist es ja echt pingelig. Also das ist ja echt gemein. Rausfinden, was das ist und dann stirbt man. Wie bei Dark Souls. Da stirbt man auch, wenn man was rausfinden will. Auf einmal wird man eiskalt erwischt. Hahaha, nix da. Wow, das ist aber schon ein knapper Sprung. Das ist schon. Oh, das war assi, ey. Sofort bestraft, ey. Das geht. Ja, lach nur. Ich hab's genau gehört. Ich hab gedacht, das wäre hier so ein bisschen Walk in the Park mäßig. Das ist echt so. Plattform. Wird schon nicht so schwer sein. Aber wenn da sowas Hinterhältiges kommt, das ist dann nochmal eine andere Hausnummer, ne?
Irgendwann können wir die Sicheln schießen ein bisschen, also ich weiß nicht. Ich glaube nicht ganz bedacht, dass man da einfach nur durchlaufen kann. Komme mir vor wie ein Känguru. Nein, scheiße. Ah. Nö. Ach, come on. Ich möchte mindestens das erste Level heute abschließen. Also das hier. Ja. Ach man. Das hat er können vielleicht schnell genug durch, aber nee. Vielleicht muss ich da echt das Triggern warten. Das ist echt schön fies. Ey Mann, das ist echt. Wie soll man das triggern? Und so schnell wegkommen manchmal. Hey, ich meine, ich hab's schon gemacht, so ist es nicht, aber ich finde es schon ein bisschen sehr knapp bemessen. Nicht ganz ehrlich. Das Pick gleich das Känguru springen wieder. Boing, boing, boing. Praise the sun! Oh mein Gott. Okay. So, es ärgert mich natürlich immer dann, wenn ich sowas sehe, dass es was kurz vor einem Checkpoint war. Das ist immer besonders bitter. Ich muss da runterspringen, okay. Boah. Ach nee. Shit. Okay. Immerhin haben wir den Checkpoint. Das ist schon mal nicht schlecht. Wenigstens ein bisschen freundlich. So. Mal schauen. Oh, nein! Das ist echt. So. Diesmal bitte ohne runterfallen. Wow! Das ist fies!
Oh, das ist ja echt gemein. Wow, wie fies. Man kann nichts machen. Das ist echt gemein. Die Kugel wird aufgehalten durch das scheiß Messer. Boah, das ist ja. Nix, okay. Ach man, eigentlich nicht gesprungen, aber naja, egal. Cool. Das heißt, sogar nicht die coolen Kollisionsabfrage haben. Das ist echt übel. Schnell durch. Ah, shit. Oh, wenn ich hier verreckt, dann den ganzen Rotz nochmal machen. Scheiße. Ich habe, glaube ich, immer mal erwähnt, dass ich Jumping Puzzles mag, ne? So von Final Fantasy 14 oder so, ne? Also das ist ja eine ganz neue Hausnummer hier. Oh, Scheiße. Na, erkunden wir dann gleich mal. Brrr. Ja, das ist einer dieser. Ja, ich weiß, das Spiel ist richtig geil aus, gell? Hier. Ja, komm, es langt's mal. So. Ist wieder die Kugeln der Hölle. Ah, oh, Mann, Gott, dieses Messer. Ich wünsche, man könnte rollen oder sliden oder sonst was, damit man wenigstens schneller durchkommt, dass man noch unten drunter kommt, dass man das ausweichen kann, aber nee. Jetzt habe ich den Moment verpasst. Weil es gibt nämlich so immer so einen Moment anscheinend, wo dann ein bisschen Zeit dazwischen ist. Ach nee, come on. Das war jetzt echt nicht da dran. Naja, nee, das war am Anfang wurde es erklärt. Das war die Tastenbelegung, wenn du, also hinsetzen ist mal eine Sache. Das ist nicht schlimm. Aber wenn du X gedrückt hältst. Ach Mann, echt jetzt.
dann tust du quasi resetten. Das ist, sollte man machen, wenn man zum Beispiel an Stellen ist, wo man halt nicht mehr weiterkommt. Dadurch stirbt man halt dann quasi den Freitod. Man kommt halt zum letzten Checkpoint zurück. Yay, jetzt machen wir wieder hier. Dann mal los. Hopsala. Hopsala. So, hier sind wir vor uns abgestürzt. So. Oh, Schwein gehabt. Scheiße. Gleich runter. Nee, ich trau dem nicht. Ach mein Gott, ich bin da gesprungen! Verdammt. Das Gute ist, man lernt's schnell. Die Abstände. So, schneller als gedacht. Wieder hier. So gut. Ach nein. Wow. Ob wir das Level schaffen, bevor wir 100 Tode haben? Ich hoffe es mal. Was ich gerne mal sehen würde, wäre in dem Spiel ein No-Death-Run. Stellt euch das vor, ey. Boah. Was für eine Maschine das wäre, der das schafft. Wow. Wow. Was zur Hölle? Boah. Einer Kacke raus, in die nächste Kacke rein. Oh mein Gott.
Ja, das denke ich auch, aber wenn man sieht, wie leicht man hier sterben kann, nur wenn man einen Sprung falsch setzt, also das ist schon übel. Ich würde sagen, selbst Dark Souls hat ein bisschen Toleranz. Okay, nicht wenn man runterfällt, aber generell. Okay, also es ist rechts, dann links. Sehr schön. Ach so, man kann. Oh, das ist ja fies. Okay. Oh, okay, aber immerhin weiß ich jetzt, dass man, wenn man springt, die Plattform anhält. Das ist ja schon mal sehr gut zu wissen. Oh, gepennt. Scheiße. Ich habe echt gedacht, so ein Plattformer, ja, das kann nicht schwer sein. Man muss ja nur hüpfen und laufen. Wie falsch ich doch lag. Ach, shit, ey. Warum? Dem. So. Ach nee, ich wollte Anlauf nehmen. Nein. Noch voll gemein, sollte es. Ah. Ich weiß nicht, ob es mit drei Uses gemeint ist beim Erzritter. Also wenn man dreimal stirbt, denke ich mal, dann ist der ist vorbei bei dem Checkpoint. Stell ich mir das vor, ey.
Dreimal sterben pro. Ach, ich hab gedrückt. Ach, Manu. Ach, Scheiße. Ganz ehrlich, ich versuche mich echt nicht blöd anzustellen, aber es ist unausweichlich. Ach, Mann, gepennt. Okay. Das ist schlimmer als der Kampf gegen Malenia. Das will was heißen. Sagen wir mal auf eine andere Art schlimm, aber es ist auf jeden Fall schlimm. Ey, die ganze Zeit geht's so und jetzt. Oh Mann. Also an all die schadenfrohen Leute da draußen, habt euren Spaß. Lacht euch scheckig. Macht das ruhig. Habe ich nichts dagegen. So, die Balken des Terrors nach den Kugeln des Todes. Ey, das ist doch echt gemein. Achtundzwanzig, jetzt. Uiuiuiui. Okay, das hat ein wenig geholfen. Trau dem nicht. Ja, ich habe den Auslöserpunkt gefunden, glaube ich. Und zwar, wenn man hier schaut, diese Kante hier, genau, das ist nämlich da der Auslösepunkt. Also nachher, ich werde wahrscheinlich nochmal dran vorbeikommen, für die Leute, die es gerade nicht so auf die Schnelle gesehen haben. Aber ich glaube, das ist der Punkt, ab dem dann das Beil auslöst. Wenn man das weiß, ist es schon mal ein Vorteil. Dann weiß man, wann man stehen bleiben muss. Ich hoffe nur, das ist generell so. Und nicht einfach nur jetzt hier gerade im Moment. So, jetzt sind wir wieder bei der
Plattform des Springens. Ey, ich bin gesprungen. Irgendwie ist er da festgeglitscht, ey. Oh mein Gott, das ist so gemein. So, dafür kann ich euch jetzt aber nochmal die Kante zeigen. So, hier ist diese Kante, genau. Die da, diese Linie hier. Jetzt bin ich weg. Ja, das war fürs Rumdödeln, aber ich wollte nur demonstrieren, wo diese Kante ist. Falls ihr auf die dumme Idee kommen solltet, das auch spielen zu wollen. Weil ihr denkt, boah, geil, schwerer Plattformer. Ja, gern geschehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Linie der Auslöser ist, oder dieser Auslösepunkt, sagen wir mal. So. Hey. Aber wir sind ziemlich gut, also jede Minute haben wir etwa einen Try auf dem Ko Zähler mehr. So in etwa. Sind 32 Minuten schon hier an diesem Level dran und 32 Tries sind wir schon auch. Schnell vorbei! Ich hätte gerne einen Doppelsprung. Oh, verdammt. Oh. Oh, sehr gut. Ja, der schlimmste Sprung ist wirklich da drüben, von links nach rechts da. Der Rest hier ist nicht so schlimm. Das meiste kann man retten. Aber den einen Sprung, wenn du den versemmelst, dann ist vorbei. So, jetzt können wir die schöne Plattform des Springs. Hoffentlich glitschen wir nicht wieder dran. Wow! Okay! Das war echt Dummdusel. Also, anders kann man es nicht ausdrücken. Voll geglitscht. Das geht. Okay. Wow! Wow! Ein Checkpoint! Oh mein Gott! Holy moly! Wow! Praise the sun! Piu, 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 piu. Hört sich nicht toll an. Es hört sich sehr gefährlich an.
Ah! Okay. Da hat's Geschosse. Na gut. Gut. Boah. Was? Boah, das ist ja echt gemein. Okay. Nein! Boah, das ist echt hart. Oh, oh ja, ein Freiflugschein, bitteschön. Einmal zum nächsten Checkpoint, bitte. Ach, nein, ich hab Kurve zu scharf genommen. Wusa, Wusa. Ich glaube, hier ist fast wichtig, einfach nur durchlaufen. So gut, wie es halt geht, halt, ne? Ciao! Scheiße. Ach nee. Der arme Ritter, tut mir leid. Hat es nicht verdient. This Night of Katarina. Den einen ausgewichen und dann der zweite an der gleichen Stelle eingeschlagen. Ey, ich raste aus. Ach nee, immer die gleiche Scheißstelle. Kurz bevor ich ans Gitter
vorbeikommen. Hey, das ist doch gescriptet, dass da immer einer einschlägt. Kann ja nicht sein. Schon 3, 4 Mal passiert an der Stelle, dass es mich erwischt hat. Aha. Ja, hab's ge. Oh. Das Spiel macht mich fertig. Oh Mann. Ja. Hat einen einschlagenden Eindruck auf mich gemacht. Wie gesagt, das sieht voll aus, als wenn es mega gescriptet wäre. Kann nicht sein. So. Was? Das kommt über den Zaun drüber, voll fies. Und ich habe gezögert, weil ich dachte, das wären Stacheln. Also, es werden sicher Stacheln sein, aber die Frage ist, ist es extra so, um einen zu verwirren, dass man extra anhält und dann denkt, oh, gleich. Bin ich Schaschlik-Spieß oder so? Oder Nadelkissen? Da gehen nur ein paar bestimmte auf, dass die auf Nähe reagieren quasi. Ich finde es auch sehr fies, dass die Kugeln bis dahin gehen, ey. Muss man wirklich sagen. Denkt man, man ist sicher, weil man es dahin darüber geschafft hat und dann wird man vom Schlag getroffen, ey. Oh, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Richtig weit gekommen. Es geht. Vielleicht sind wir tot, weil ich es gesagt habe. Die Mauli. Was geht? Was geht? Ein Messer. Hallo Patrick. Willst du was Schweres spielen? Abgesehen von Elden Ring oder Tunic. Dann probier das. Scheiße. Oh. Kostet einfach 5 bis 10 Euro. Ja, das heißt Night's Try. Und das ist genau das, wonach es aussieht. Das ist ein Plattformer. Nur super, mega schwer. Ein Hit, bist tot, einmal runterfallen, instant tot. Ja.
Auf mich schwer. Wolltest du sagen, die Möglichkeit besteht. Aber ich glaube, du musst einfach nur mal das Video anschauen von Anfang an, dann weißt du, was ich meine. Scheiße. Ja, das glaube ich. Also, Nicole und ich, wir spielen ja gerade zur Zeit Tiny Tina. Übrigens, es geht Cross-Plattform, ne? Nur so zur Info. Also, man könnte sogar PlayStation und Xbox zusammenspielen. Weil du ja auch überlegt hast, ob das für dich ist, ob du es holen sollst. Oder war das Erik? Auf jeden Fall, wie gesagt, es geht auf jeden Fall. Es geht dann über so einen anderen Service. Und ja. Das ist echt krass. Muss halt dann einsteigen bei uns, weil wir spielen ja zusammen. Das heißt, du bist das dritte Rad. Das heißt, du musst dich an uns halten. Aber machbar wär's. Du musst halt nur mal Zeit finden, ne? Du bist ja immer derjenige, der nie kann oder nicht online spielen will mit anderen. Wenn man mal abgemacht hat. Aber bisher ist eigentlich recht cool, das Tiny Tina. Oh, so. Okay. Wow, das ist so unfair. Naja, ich sag mal so, wir sind auch erst Level. Okay, ich bin glaube ein Level. Okay, eigentlich bin ich nur ein Viertel-Level über Nicole, aber sie beschwert sich immer, dass ich ein ganzes Level über ihr bin, weil sie mal hinterherhängt. Aber ich bin Level 12 und Nicole ist Level 11 zurzeit. Das geht eigentlich. Also wenn du nur die Story durchrushst und so, solltest du schnell da sein. Aber theoretisch könntest du auch einfach bei uns mitmachen. Und dann kriegst du eigentlich dementsprechend auch die EP und ziehst eigentlich relativ schnell nach. Du verpasst halt einfach nur die ganze Story. Das ist halt das Zwanku. Nee, wir haben die Story noch nicht durch. Wir haben erst angefangen. Also wir haben nicht so viel gespielt. Wie viel haben wir auf dem Buckel? 6 Stunden? Höchstens 7. Ist noch gar nichts. Genau. Ich habe mal hier die Chatbox auch mal angemacht. Für die Leute, die dann das auch mal schauen, damit ich die nicht denken, ich führe Selbstgespräche.
Also, wir haben ja die Chaotic Great Edition, die kostet, glaub, 70, 80. Wir haben sie halt zweimal. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es an dir liegt. Ich glaube, es gibt generell eine Verzögerung. Das hatten wir letzten Mal schon das Thema, Patrick. Ja, tu das. Kriegst vielleicht wieder einen brasilianischen Code oder so. Oder portugiesischen für die Hälfte. Nein. Scheiße. Ja, krass, da sparst du ja schon fast so 20, 25 Euro. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, du lachst. Mach's erstmal besser. Oh, Scheiße! Ah, oh, mit dem. Ah, ich dachte, die steht schon vorher. Ja, man stirbt halt hier echt super schnell. Das ist, wie gesagt, du brauchst nur hier eine Kugel abzubekommen, zum Beispiel, von einem Ding getroffen werden. Einmal runterfallen. Das ist Horror. Mal sowas. Sowas. Kommt einfach aus dem Nichts die Kugel an und bombt dich weg. Abartig. Was halt hier hilft, ist, wenn man springt. Weil dann ist man, kriegt man den Einschlag nicht ab. Allerdings. Oh, Scheiße.
Nee, die Steuerung ist eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also schwammig ist jetzt nicht. Also man sieht ja, ich laufe eigentlich recht zügig meistens hier durch und so. Kann auch gut springen und so. Das Problem ist halt echt manchmal, dass hier diese Kanten manchmal zu eng nehme und deswegen dann abstürze. Ja, jetzt guck mal, ich bin jetzt schon bei dem Try jetzt insgesamt jetzt schon fast eine Stunde dran, ne, Patrick? Das ist. Nein! Oh, und weg war. Oh Mann. Ich hätte gerade in dem Moment springen gedrückt, weil ich gedacht habe, da kommt gleich was. Aber nee. Nee. Not today. Nein, ihr kriegt mich nicht. Nein, niemals. Boah. Boah. Mit. Ach, mein Gott, ich bin auch gesprungen. Mann. Es sind hier nur noch ein, zwei Tries. Von daher machen wir die 70 voll und dann sagen wir mal Schluss für. Dieses Versuch macht klug. Wir haben ja genau gesehen, worauf es hier ankommt. Und wie schwer es ist. Ich glaube, einen weiteren Einblick brauchen wir hier in das Spiel nicht. Ach nee. Abgerutscht von der Kante. Nein. Noch. Und ciao. So, Try 70. Das muss es jetzt sein. Jetzt müssen wir hier durchrennen. Durch alles. Ohne zu sterben. Ich glaube nicht dran. Gleich werden wir abgeschossen. Nein, abgestürzt. Ja, wie gesagt, wenn du Spielvorschläge hast, pack sie in die Vorschlagsbox auf meinem Channel. Dann kann ich mir mal reinschauen. So. Oh, geil. So, jetzt sind wir hier wieder am Eingang.
So. Das war Versuch macht klug, Night's Try. Was haltet ihr davon? Also ich finde es super knackig und ja, was soll ich noch dazu sagen? Also man hat mal meine Reaktion während des Videos gemerkt. Also ich finde es teilweise sehr unfair. Also manchmal stirbt man auch verdient. Aber großteils unfair, so 90-10 unfair verdient. Aber ansonsten, ich finde die Idee nicht schlecht. Hat seinen gewissen Charme. Ich finde die Musik eigentlich ganz nett und so. Ist auch auf jeden Fall, die Sprungpassagen und so sind alles ja sehr gut gemacht. Also, das ist ohne Frage gameplay-technisch jetzt nicht das Problem, sondern ich finde es einfach manchmal, wie gesagt, sehr unfair. Zum Beispiel das mit den Kugeln jetzt gerade eben, dass einfach erstmal 1 Million Kugeln kommen. Und dann überall verteilt und du siehst nicht, wo sie landen. Okay, das war vielleicht eine andere Sache, aber dass man instant stirbt. Come on. Also ein, zwei Hits aushalten bei sowas, bitte. Das ist echt krass, auch Schwierigkeitsgrad, muss man sagen. Also selbst bei Cuphead habe ich ja 3 Leben. Also ich meine, come on. Und für Cuphead, das habe ich jetzt auch erst kürzlich angefangen und das finde ich auch sehr knackig. Also, aber das ist ja da auch. Auch darauf ausgelegt. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute mit dem Versuch macht klug. Und wir werden das nächste Mal entweder Ocean's Heart spielen oder Island Farmer. Müssen wir mal schauen. Vielleicht heben wir uns das Beste zum Schluss auf. Wir werden sehen. Oder wir machen halt wirklich Ocean's Heart als nächstes. Also, je nachdem, was mich halt dann eher an den Fingern juckt. Zu spielen, kommt dann halt dran. Genau, das wäre es dann für heute. Und am Sonntag geht es dann weiter wieder mit Elden Ring. Wir sind ja bald am Ende und ja, ich glaube zwar nicht, dass wir es abschließen werden, aber vielleicht kriegen wir einfach um Azula fertig. Das wäre schon mal ein Fortschritt und ja. Da sehen wir dann mal am Sonntag, wie es dann weitergeht. Genau, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und noch ein schönes Wochenende und man sieht sich dann frühestens am Sonntag. Ja, genau. So schaut's aus. Frühestens am Sonntag und ja. Alles klar, bis dann und ciao.